Zu mehreren Festnahmen und Schlagstockeinsatz durch die Polizei kam es am Samstag bei einer Demonstration in Göttingen. 7 Wahlkämpfer der vermeintlich rechtspopulistischen Partei Pro Deutschland hatten in der Nähe zweier Moscheen einen Informationsstand aufbauen wollen. Ihnen standen 400 Demonstranten gegenüber, die damit nicht einverstanden waren. In der Güterbahnhofstraße flogen laut Polizei schließlich Eier und Obst in Richtung der Pro-Deutschland-Aktivisten. Es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei, als eine Sitzblockade aufgelöst wurde. Inzwischen wird gegen einige Demonstranten wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt. Ein Demonstrant wurde durch den Biss eines Polizeihundes verletzt.